Krieg. Krieg bleibt immer gleich. Als das atomare Feuer die Erde verschlang, überlebten nur jene, die sich in große unterirdische Vaults gerettet hatten. Als diese sich wieder öffneten, zogen die Bewohner in die Ruinen der alten Welt, um neue Gesellschaften zu bauen, Dörfer zu gründen und Stämme zu bilden. Im Laufe der Jahrzehnte vereinte sich das, was einst der amerikanische Südwesten war. Unter der Flagge der Republik Neukalifornien, die sich der Werte Demokratie und Gesetzestreue aus der alten Welt verpflichtete. Mit der Republik wuchsen auch ihre Bedürfnisse. Späher zogen ostwärts, um in der gnadenlosen Weite der Mojave-Wüste nach Land und Reichtum zu suchen. Bei ihrer Rückkehr berichteten sie von einer Stadt, die vom Brand der Sprengköpfe unberührt geblieben war, und von einer großen Mauer am Colorado. Die RNK mobilisierte ihre Armee und schickte sie nach Osten, um den Hoover-Staudamm zu besetzen und wieder funktionsfähig zu machen. Aber auf der anderen Seite des Colorado war eine andere Gesellschaft unter einem anderen Feldzeichen aufgestiegen. Caesar's Legion. Eine riesige Armee aus Sklaven, die durch Eroberung von 86 Stämmen entstanden war. Seit 4 Jahren hält die Republik den Damm, gerade so gegen die Anstürme der Legion. Und die Legion zieht sich nicht zurück. Auf der anderen Seite des Flusses sammelt sie Kraft. Lagerfeuer brennen, Kampftrommeln werden geschlagen. Während all der Zeit blieb der Strip von New Vegas für Geschäfte geöffnet, kontrolliert von seinem geheimnisvollen Aufseher Mr. House und seiner Armee aus rehabilitierten Stammesangehörigen und Polizeirobotern. Sie sind ein Kurier, der im Auftrag des Mojave Express ein Paket zum Strip von New Vegas liefern soll. Doch die einfache Zustellung nahm eine unerwartete Wendung. Du hast, was du wolltest. Also her mit der Kohle. Jetzt heul hier nicht rum, Kumpel. Ratet mal, wer hier drüben aufwacht. Es ist Zahltag. Mann, hast du's bald? Vielleicht nieten die Kahne ja Leute um, ohne ihnen ins Gesicht zu sehen. Aber ich bin kein so ein linker Hund. Klar. Das war deine letzte Lieferung. Tut mir leid, dass du da reingezogen worden bist. Für dich sieht das sicher wie eine ausgewachsene Pechsträhne aus. In Wahrheit war es von Anfang an ein abgekartetes Spiel.
Wir sind wach. Na, sowas. Hey, immer mit der Ruhe. Sie waren für einige Tage außer Gefecht. Warum entspannen Sie nicht erstmal? Orientieren Sie sich. Mal sehen, wie groß der Schaden ist. Was ist mit Ihrem Namen? Können Sie mir Ihren Namen sagen? Herzlich willkommen, meine liebe Freunde, zu einem neuen Projekt auf diesem Kanal. Wir spielen Fallout New Vegas. Erstmal ein paar kleine Infos für euch. Gleich vorab, es ist eigentlich fast so, als würde ich blind reingehen in dieses Spiel, weil ich habe seit Release tatsächlich nicht mehr gespielt. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich kann mich nur mehr sehr dunkel erinnern, wie die Quests alle so abgelaufen sind, beziehungsweise wie die Handlung war. Das heißt, praktisch blind. Zusätzlich wird es noch eine Kleinigkeit geben. Normalerweise spiele ich ja immer solche Spiele so, also von den Entscheidungen her, wie ich es auch im richtigen Leben entscheiden würde, größtenteils. Dieses Mal habe ich mir aber überlegt, dass wir einen Nine-Cop Playthrough machen. Die Leute, die mich aus meinen Streams kennen, die wissen, Nine-Cop ist mein böser Zwilling. Der sehr gemein, sehr brutal und äußerst hinterhältig ist. Und ja, ich habe mir gedacht, das wird hier mega gut reinpassen. Das bedeutet, ich werde uns jetzt hier einen Nine-Cop zusammenbasteln und dann legen wir direkt los. Wir sehen uns gleich wieder. So, Freunde, ich habe uns jetzt einen Nine-Cop gebastelt. Bevor wir uns den gemeinsam ansehen, noch ein paar Infos für euch. Für die, die mich kennen, die wissen, dass ich normalerweise mit Maus und Tastatur spiele. Dieses Mal wird es ein Controller-Playthrough. Ich habe den Controller schon angeschlossen, aufgeladen, vorbereitet. Außerdem werden wir uns wirklich alles genau anschauen. Das heißt, wir werden wirklich jede Quest machen. Wir werden uns richtig viel Zeit lassen. Wir werden mit allen Leuten reden. Wir werden wirklich das Spiel genießen und so richtig drauf eingehen. Ich habe da mega Bock drauf. Ich freue mich. Ich hoffe, ihr habt auch Bock drauf. Wenn euch das Ganze gefällt und ihr mehr davon sehen wollt, dann zeigt mir das gerne, indem ihr den Kanal abonniert und vielleicht dem Video einen Daumen nach oben gebt. Das würde mich sehr freuen und würde mir auch sehr helfen. Und ja, ich würde sagen, wir gucken in den Pip-Boy rein, schauen mal, was wir haben. Wir haben durch die DLCs und so weiter auch ein bisschen mehr Equipment schon. Außerdem habe ich den Typen drinnen jetzt, während ich meinen Charakter erstellt habe, auch alles geklaut, was nicht nied- und nagelfest war. Also die erste richtige Nine-Cop-Nansky-Aktion. Aber genug gelabert, lass uns mal in den Pip-Boy reinschauen. Wir haben Stärke 4, Wahrnehmung 7, Ausdauer 4, Charisma 6, Intelligenz 4, Beweglichkeit 4 und Glück 4. Charisma habe ich mir gedacht, ist gut zu investieren, ne, weil wir vielleicht mit Sprechen gut was klar machen werden können. Und Wahrnehmung wegen Dietrich, weil wir ja wahrscheinlich auch einiges klauen werden. Fertigkeiten habe ich in Dietrich investiert, in Medizin und in Sprache. Bei den Extras habe ich den Hamsterer, weil ich bin halt ein Fallout-Messi, ihr kennt mich, ihr wisst, dass ich alles mitnehmen muss, was nicht nied- und nagelfest ist. Und umso mehr tragen, umso besser. Und Wildes Ödland, ich kann mich nicht mehr erinnern auf Wildes Ödland, ich habe es aber ganz interessant gefunden. Wildes Ödland vereint die bizarrsten und albernsten Elemente des postnuklearen Amerika, nicht empfohlen für schwache oder humorlose Gemüter. Ich weiß nicht mehr, was das ist, aber das nehmen wir auf jeden Fall mit rein. Ich würde sagen, wir belegen gleich mal unsere Hotkeys. Fernpistole, die 9mm rechts oben, das Ferngas links oben. Eine Laserpistole habe ich drinnen geklaut. Eine robuste Karawanenflinte könnte cool werden. Eine Machete unten hin, Granatwerfer hier hin und Wurfspeer da. Oh ne, das wollte ich nicht. Ich wollte den Wurfspeer hier hin haben.
Und die Karawanenflinte hier. Perfekt. Dann gucken wir gleich noch in die Anweisung. Ah, hier haben wir schon was, eine Notiz, die gucken wir uns gleich an. Das stimmt. Für die, die es nicht wissen, ich meine, die meisten von euch kennen ja Nuvegas, ihr habt es ja auch im Intro gesehen. Wir mussten ein Paket ausliefern und das war scheinbar eine abgekartete Sache. Uns wurde in den Kopf geschossen und der Dude da drinnen, wo wir jetzt unseren Charakter erstellt haben, hat uns wieder zusammengeflickt. Alles Weitere wird sich jetzt dann hoffentlich bald zeigen. Wir haben hier schon eine Anweisung. Liefern Sie das Paket über Freeside zum nördlichen Eingang des Vegas-Strips. Dort wird sie ein Vertreter des Empfängers erwarten, der das Paket übernimmt und für die Lieferung bezahlt. Bringen Sie die Bezahlung zu Johnson Nash in der Zweigstelle des Mojave Express in Prim. Bonus bei Abschluss 52 Kronkorken. Lieferschein dieses Paket enthält 2 übergroße Würfel aus flexiblem Material. Dann haben wir ja noch Vertragsstrafen, bla bla bla. Okay, gut. Wir gucken in die Aufgaben rein. Wir haben da einiges drinnen jetzt schon. Und ich würde sagen, wir starten direkt mit wieder im Sattel, oder? Legen wir da los. Das ist hier in Good Spring. Hier ist die Nordpassage. Verlassener Bruderschaftsbunker. Canyon Rock. Mojave Drive-In. Okay, gut. Ich würde sagen, wir starten direkt los hier in Good Spring und labern nicht lange. Und zocken. Ich finde, dass es halt trotzdem immer noch mega geil aussieht. Ich finde, das ist zum Beispiel ein Spiel, das richtig gut gealtert ist. Wir müssen da mit irgendeinem Dude reden. Ich denke, das ist der Easy Pete. Schau mal, was der so sagen hat. Und nochmal zur Erinnerung, Leute, denkt dran. Wir sind Nine-Cop, das heißt, wir werden sehr gemein sein zu den Leuten. Howdy. Was kann Easy Pete für Sie tun? Wissen Sie etwas über die Kerle, die mich angegriffen haben? Warum nennt man sie Easy Pete? Was wissen Sie etwas über Victor? Wir würden gerne mal wissen, warum uns... Oder was der weiß über die Leute, die uns angegriffen haben. Der mit dem feinen Zwirn scheint das Sagen zu haben, wenn Sie mich fragen. Andere Leute im Dorf könnten mehr wissen. Ich gebe Ihnen aber einen Rat. Wenn Sie den je treffen, passen Sie bloß auf. Der hat kalte Augen, wie eine Schlange. Dem ist nicht zu trauen, sage ich. Warum nennt man sie Easy Pete? Das wäre auch interessant, ja? War mal Prospektor, bis ich mich hier niederließ. Weit weg von der RNK. Jetzt hüte ich Brahmin und Großhörner. Und mein Motto ist, take it easy. Take it easy. Sie waren ein Prospektor? Haben Sie nach Gold und Silber gegraben? Na. Man stöbert in alten Gebäuden rum. Nach funktionierendem Technikkram und so. Manche nennen das Schrottsammeln. Aber das fand ich blöd. Für mich klingt das nach kaputtem, fast wertlosem Plunder. Ich habe aber gutes Zeug gesucht. Waffen, Medikamente, Ersatzteile. Bringt gutes Geld. Haben Sie bei der Prospektion je was Gutes gefunden? Das würde mich wirklich interessieren. Nee, hatte mal ein richtig gutes Claim. Weit draußen im Osten, am Fluss. Aber Raider haben mich vertrieben. Irgendwann wurde ich zu alt, um rauszugehen. Was stimmt nicht mit der RNK? Verstehen Sie mich nicht falsch. In der NRK gibt es eine Menge anständige Leute. Es ist bloß, die vereinnahmen einen dauernd, ob man will oder nicht. Orte wie Good Springs und Prim werden nicht lange unabhängig bleiben. Nicht, wenn sie etwas haben, das die RNK will. Aber die RNK hält die Legion fern. Oh, die Legion. Sprechen wir über die Legion? Das sind Sklavenjäger. Angeführt von einem Kerl namens Caesar oder... so ähnlich. Ich glaube, so heißt er. Vor ein paar Jahren versuchten die, den Hooverdamm zu erobern. Aber die RNK hat sie geschlagen. Nur vernichten konnten oder wollten sie sie nicht. Jetzt ist die Legion wieder stark genug und rüstet für den nächsten Vorstoß auf den Damm. Ich sehe immer noch Siegchancen für die RNK. Aber weiß man's?
Am Nevada-Ufer des Flusses sollen Legionäre sein. Da sollte man nur mit Schusswaffen rumlaufen. Von denen lässt man sich besser nicht kriegen. Warum ist der Hoover-Staudamm so wichtig? Der Damm versorgt einen Großteil von New Vegas mit Strom. Und da ist Lake Mead mit seinem sauberen Wasser. Wer den Damm hat, beherrscht die Region. Okay. Dann fragen wir noch nach den Großhörnern. Die haben wir links gerade, wie wir runtergelaufen sind, gesehen. Sieht irgendwie ein bisschen sehenden Sheep Squatch, das ist aus Fallout 76 ein bisschen ähnlich. Meist für Fleisch und Leder. Auf den Rücken packen lassen die sich nichts. Die legen sich einfach hin und bleiben liegen, bis man es runternimmt. Oben in den Hügeln lebt eine Herde wilde Großhörner. Aber Vorsicht mit denen. Wenn man sie in die Enge treibt, können die ganz schön gefährlich werden. Wissen Sie etwas über Victor? Wer ist Victor? Das weiß ich selbst nicht. Wie komme ich auf Victor? Die Maschine? Harmlos. Egal, was Trudy sagt. Sie vermutet da ein Geheimnis, aber ich glaube, das ist bloß ein kaputtes Relikt, das nirgends hinpasst. Oh, ich mag Geheimnisse! Auf Wiedersehen! Immer schön die Wumme einstecken, wenn Sie hier an verlassenen Orten rumschnüffeln. Zum Beispiel im Schulhaus. Da treiben sich oft Viecher rum. Oh Gott. Alles klar, Easy Pete! Danke, dass du mit uns gelabert hast. Der scheint sehr sympathisch zu sein. Wir sollen jetzt mit Sunny Smiles im Prospector Saloon sprechen. Das werden wir doch glatt machen, oder? So. Ah, der ist gleich hier, der Prospector Saloon. Ne? Nice. Platz, Cheyenne. Keine Sorge. Sie beißt nur, wenn ich es ihr sage. Kann ich irgendwie die beleidigen oder so? Nein, noch nicht. Schade. Doc Mitchell meinte, dass sie mir beibringen könnten, in der Wüste zu überleben. In der Wüste überleben ist immer gut. Ja, ich kann Ihnen wohl das eine oder andere beibringen. Klingt, als ob Sie nach dem, was man Ihnen angetan hat, jede Hilfe brauchen können. Stimmt. Treffen Sie mich draußen, hinter dem Saloon. Okay. Kann man hier irgendwas klauen? Ich habe auch ganz vergessen, wie man die Pip-Boy-Lampe anmacht. Ah, habe ich's doch. Ich wusste es. Will eigentlich. Naja, soll ich schon was klauen? Nee, gehen wir erstmal. Gehen wir erstmal nach draußen und sprechen wir mit der Dame. Wo sind die hingegangen? Ah, hier raus. Perfekt. Oh, guck, da ist so ein Großhorn, worüber wir vorher gesprochen haben. Da ist sie. So. Sehen Sie die Sarsaparilla-Flaschen da auf dem Zaun? Nehmen Sie das hier und treffen Sie ein paar davon. Hä? Sarsaparilla-Flaschen auf dem Zaun. Ah, okay. Gut, wir machen das. Waffen. Wie gesagt, ich werd kein Aim haben oder irgendwas, weil ich spiele mit Controller und bin eigentlich Maus und Tastatur gewöhnt. Oh Mann. Ja, so ist es richtig. Schauen Sie durchs Visier. Oh Gott, Leute. Das ist schon wieder peinlich. Thomas. Hey, was? Ich bin doch drauf, oder? Hallo, Game? Oh Mann. Hocken Sie sich hin und bleiben Sie ruhig. Das hilft beim Zielen. Hinhocken? Ah, LS, okay. Gut. Ja, das ist besser. Das ist schon mal ein Anfang. Aber Sie sind wohl nicht hergekommen, um gegen Sarsaparilla-Flaschen zu kämpfen. Nein. Ich sage Ihnen was. Ich muss ein paar Geckos von der Wasserquelle vertreiben. Scheint die Viecher immer anzulocken. Wollen Sie mitkommen? Ja! Ja, ich will Geckos töten. Es ist nur ein kleines Stück südöstlich. Hat mich total, ey, ich hab ja lange drüber nachgedacht, was ich mache. Ich habe ja auch noch Green Hell, Long Dark, Fallout 4, Drug Dealer Simulator und Subnautica Below Zero auf dem Plan für Let's Plays. Ich konnte mich heute echt nicht entscheiden, was ich mache. Ich habe mir dann gedacht, ich fange an mit New Vegas. Ich halt da irgendwie doch am meisten Bock drauf hatte und jetzt bin ich eine halbe Stunde drinnen und es hat mich mega gecatcht.
Ich hab echt Bock. Schauen wir mal, wo uns die junge Dame da jetzt hinbringt. Geckos jagen finde ich immer gut. Und ich finde, dass es halt auch mega, mega cool aussieht. Ich hoffe, ihr habt auch Bock und es gefällt euch. Schreibt mir gerne eure Meinung in die Kommentare, ob ihr mehr von solchen Videos haben wollt und ob ich mehr Zeit in dieses Playthrough investieren soll. So, was macht sie jetzt? Packt sie? Muss sie, glaube ich, vorbeischieben an dem Busch hier. Ja, ich habe es mir gedacht. Weil. Haben Sie das oben auf Okay. der Anhöhe hinter mir gehört? Ja, habe ich. Wir müssen mit ein paar Geckos aufräumen. Kleine Monster sind das. Doc Mitchell behandelt mehr Geckobisse als irgendwas anderes. Okay. Schauen wir mal, ob wir näher herankommen. Wenn wir leise sind, dann können wir sie überraschen. So trifft man leichter was Lebenswichtiges. Okay. Gleich auch. Okay, Sie haben's raus. Heizen Sie ihn ein. Ah, was? Okay. Reichen wir uns mal ein bisschen an. Lul, ich habe einfach nicht getroffen. Der Controller. Ah, Headshot! Habe ich natürlich. Sie hat mir gar. Ne, ich habe das alles alleine gemacht. Wir looten alles. Wir nehmen alles mit. Sehen Sie? Sie kriegen den Dreh langsam raus. Naja, ich Es weiß gibt noch nicht. zwei Brunnen, bei denen wir aufräumen müssen. Wenn Sie wollen, können Sie mitkommen. Wäre mir ein paar Kronkorken wert. Auf jeden Fall, ich bin dabei. Sollte nur ein paar Minuten dauern. Insbesondere, weil wir zu zweit sind. Kommen Sie mit. Ich glaube, ich bin gespannt, wo sie uns jetzt hinbringt. Also, das mit dem Watz hat jetzt gar nicht so gut funktioniert, wie ich gehofft habe. Ich habe zweimal mit dem Watz auf den Kopf geschossen und nicht wirklich getroffen. Zack! Habt ihr es gesehen? Den habe ich misshandelt. Da kommt noch einer. Nicht getroffen, scheiße. Jawohl. Schön wieder looten, die Geckos. Schon langsam kriege ich ein Gefühl für das Ganze. Wo ist sie hingegangen? Ah, die erinnert mich trotzdem mega an die Moriah Brown aus Fallout 3. Habt ihr es gesehen? Zack. Ich muss sie retten. Oh lol, ist das die? Oh nee, das ist eine Good Springs-Siedlerin. Die wurde einfach getötet von den Geckos. Ich dachte, das ist die Frau, mit der wir unterwegs sind. Ah, die ist irgendwo anders. Ah, die ist hier. Schade, dass wir die Good Springs-Siedlerin nicht retten konnten. Aber naja. Na, obwohl. Na, wir sind eh böse. Uns ist das ja egal. Okay, dann sprechen wir wieder mit Sunny. Ach Gott im Himmel. Kein Tag vergeht, an dem ich den Leuten nicht sagen muss, dass sie nicht allein herkommen sollen. Aber manchen Leuten reichen gute Worte halt nicht und dann passiert sowas. Naja, das ist eben Teil unseres Lebens hier draußen. Muss man sich dran gewöhnen. Aber Sie sind wie versprochen bei mir hier draußen geblieben. Hier also mein Teil der Abmachung. Eins will ich Ihnen noch zeigen. Dachte mir, dass es vielleicht gut wäre, Ihnen zu zeigen, wie man sich selbst versorgt und nützliche Dinge herstellt. Interessiert? Klar, warum nicht? In Ordnung.
Dann brauchen wir ein paar Zutaten, um loszulegen. Wir brauchen etwas Xanderwurzel und eine Brockblume. Lassen Sie mich mal überlegen. Brockblumen habe ich beim Friedhof gesehen und Xanderwurzel gab es bei der Schule. Bringen Sie das zu mir und wir kochen los. Kochen ist immer gut, nice. Okay, wir besorgen das Zeug. Lagerfeuerromantik, sehr, sehr nice. Mich hat's voll gecatcht, Leute. Mich hat's voll erwischt. Einmal hier, und einmal hier. Der Vorteil, den halt nur Vegas auch hat, im Gegensatz zu Fallout 3, weil Fallout 3 war ja eigentlich immer mein Lieblingsteil. Und ich habe ja auch ein Let's Play mit, ein Fallout 3 Let's Play geplant gehabt, beziehungsweise habe es auch gestreamt. Aber es ist halt so schwierig, Aufnahmen zu machen, vor allem für YouTube, weil das Game die ganze Zeit abschmiert. Also das ist schon sehr, sehr anstrengend. Im Stream geht's ja noch einigermaßen, aber das halt dann alles wieder so zusammen zu cutten für ein Video, dass es nach was ausschaut, ist halt mega kacke. Und New Vegas läuft da natürlich um einiges besser. Oh, da vorne ist irgendein Gegner. Was ist das? Riesenschreckennymphe. Zack! Habt ihr das gesehen? Wie ich das gemacht habe? Bin mega stolz. So, hier sollen wir irgendwas sammeln. Was war's, was wir hier sammeln? Ich weiß nicht, was wir hier sammeln. Eine Brockblume und eine Xanderwurzel, okay. Muss ich dazu reingehen? Nicht, oder? Oh, das ist das Ding dort, oder? Ah, das ist die Xanderwurzel, guck. Der loopt mir alles. Ja, perfekt. Jetzt holen wir noch diese Brockblume und dann gehen wir kochen. Was ist das da vorne? Hallo? Wer bist du? Oh, das ist dieser Viktor, okay. Ah, nice. Ja, wir würde sagen, nachdem wir hier die Sachen erledigt haben für die junge Dame, werden wir dann erstmal mit dem Viktor reden, weil der hat auch sicher irgendwas hat's mit dem auf sich. Das hat ja vorher schon der Dude am Saloon erzählt. Vielleicht hat er irgendeine coole Quest oder so für uns. Aber jetzt besorgen wir vorher erstmal die Wurzel, oder nicht die Wurzel, sondern die andere Gemüse. Die Brock-Geschichte. Das da oben? Wahrscheinlich ist es da oben. Oh, ich. Ein Rindenskorpion. Der hält ein bisschen mehr aus. Oh, wow. Das gesehen aus der Hüfte. Nice. Ich habe ihn hingerichtet. Will ich ihn looten? Der ist leer. Okay, ich höre noch irgendwas. Nee, ist nichts mehr da. Mal nachladen. Das vernachlässige ich immer. Nachladen. Da oben gibt es mehr Action. Vielleicht sollte ich eine andere Waffe nehmen. Wobei, jetzt am Anfang, glaube ich, reicht das Ding noch. Oh, Blähfliegen, oder was ist das? Ja. Einfach kein Aim im Watz, Wahnsinn. Lol, wie ich einfach kein Aim habe, what the fuck? Ja, jetzt. Ja, sehr schön. Vielleicht sollte ich einfach mal eine Nahkampfwaffe nehmen, ne?
Ich glaube, ich nehme eine Nahkampfwaffe, das ist mir zu blöd. Hallo? Wollt ihr fighten? Haha, habt ihr es gesehen? Geschnetzelt. Zack! Das geht viel schneller. Perfekt. Was liegt denn hier rum? Eine leere Flasche. Oh, da ist noch eine. So läuft's. So. Jetzt suchen wir nach dem hier, gell? Nach der Brockblume. Gibt's hier sonst noch Loot? Nö. Oder? Was ist denn das? Eine Schneekugel Good Springs. Sie haben eine Sonderausgabe der Mojave-Sehenswürdigkeiten Schneekugel gefunden. Diese Vorkriegsartefakte werden allgemein als wertvoll betrachtet, aber es gibt Gerüchte, dass einige Sammler viel für sie zahlen. Ja, nice, dann nehmen wir das Ding natürlich gleich mit. Okay, dann zurück zu Sunny. Wie weit ist Sunny weg? Machen wir Schnellreise. Und dann kochen wir gemeinsam mit Sunny, oder? Die ist schon vorbereitet. Die hat schon alles vorbereitet für unser Kochdate. Hallo Sunny. Zeigen Sie mir mal, was Sie haben. Ja, das sollte hinkommen. Gut hinkommen. In Ordnung. Wir werden was zusammenbrauen, das die Leute auf der Walz Heilpulver nennen. Gehen Sie mal zum Lagerfeuer und versuchen Sie es. Okay. Heilpulver. Hört sich gut an. Aktivieren, Lagerfeuer. Heilpulver. Guckt mit Brockblume und Xanderwurzel. Nice. Wir haben Heilpulver. Hey, nicht schlecht. Sehen Sie, um nach Rezept zu arbeiten, braucht man nur die richtigen Zutaten und das richtige Wissen. Manchmal braucht man nicht mal ein Lagerfeuer. Vielleicht müssen Sie ja mal an Ihren Waffen und der Munition herumfummeln. Wichtig dabei ist aber, dass man weiß, wie es funktioniert. Man braucht nur den richtigen Arbeitsplatz. Eine Werkbank oder eine Ladebank oder so. Tja, das sollte für den Anfang reichen. Ich kehre jetzt um. Hoffentlich habe ich kein gutes Lied aus der Jukebox verpasst. Oh Gott. Cheyenne wäre untröstlich. Hey, tun Sie mir einen Gefallen. Trudy, die Barkeeperin des Prospector, ist so eine Art Stadtmutti und trifft gern alle Neuankömmlinge. Sie wäre sauer auf mich, wenn ich sie nicht bitten würde, mal vorbeizuschauen und Hallo zu sagen. Okay, kann man drüber reden. Ja, perfekt, Sunny. Danke für die Hilfe, sehr geil. Wir werden jetzt hier an dieser Stelle einen Cut machen. Leute, was gibt's zu sagen? Ich habe mega Bock, es gefällt mir mega gut. Ich werde auf jeden Fall noch ein paar Folgen aufnehmen und die vorbereiten. Ob ich sie hochlade, liegt ganz an euch. Schreibt mir in die Kommentare, ob euch das gefällt. Bewertet das Video und schaut auch gerne im Stream vorbei, das ist alles unten verlinkt, und sagt mir, ob ihr mehr Bock oder ob ihr Bock auf mehr solche Sachen habt. Vielen, vielen Dank an alle, die bis hier zugeguckt haben, und wir sehen uns im zweiten Teil. Bis bald. Komm, du kriegst auch einen Snack. Onkel Vulkan hat gesagt. Oh Gott, Nala, habt ihr das gesehen?